Tja, und 3 Monate ist es ja nun schon her, dass eine Gruppe internationaler freiwilliger Helfer in der Ostukraine von russischen Truppen angegriffen wurde. 2 von ihnen starben, 2 weitere wurden schwer verletzt, darunter auch ein junger Deutscher. Wie geht es ihm heute? Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf hat ihn besucht. Zerstörerisch, brutal und tödlich. Jede Stunde, jeder Tag in der Ostukraine seit fast 2 Jahren. Die Frontlinie verschiebt sich kaum, Menschen sterben dennoch auf beiden Seiten im Artilleriehagel. Ruben, den ich im nordrhein-westfälischen Werl treffe, ist gerade mal 20 Jahre alt und hat das Grauen des Krieges hautnah miterlebt. Ich hatte viele Verbrennungen an meinen beiden Beinen und auch an meinen Händen und auch im Gesicht. Und ich brauchte eine Hauttransplantation am linken Unterbein. Die ist ganz gut gelungen. Ich habe aber immer noch ein gewisses Taubheitsgefühl auch in meiner Hand. Mitte September wurde der freiwillige Helfer am Ort Iwanivska nahe Bachmut schwerst verletzt. Sein Auto war von einer russischen Antipanzerrakete getroffen worden. 2 seiner Begleiter wurden getötet, Emma aus Spanien und Tonko aus Kanada. Beide waren gute Freunde. Die Erinnerungen sind an sich noch ziemlich präsent. Also ich denke auch jeden Tag noch dran, was da passiert ist und wie das abgelaufen ist. Teilweise werden sie dann verschwommener, umso weiter es irgendwie zurückliegt. Aber manchmal sind dann diese Momente einfach wieder sehr klar im Kopf und man sieht diese Bilder wirklich wieder richtig. 5 Wochen war Ruben in Donetsk, versorgte Zivilisten und half bei der ukrainischen Armee aus als Sanitäter an der Front. Es war bereits sein 2. langer Ukraine-Einsatz. Die Konfrontation mit dem Tod, sagen seine Freunde in Werl, habe ihn ruhiger gemacht, ernster. Vielleicht, sagt er selbst, hat das aber auch mit der sich verdüsternden Lage in der Ukraine zu tun. Es wäre natürlich schade, wenn, sag ich mal, die Ukraine diesen Krieg verliert oder mehr verliert, als sie müsste. Weil dann fragt man sich natürlich, okay, wofür habe ich das jetzt gemacht? Wofür habe ich so viel aufgeopfert? Wofür sind meine Freunde gestorben? Deswegen kann der 20-Jährige, der auch über militärische Erfahrung verfügt, nicht verstehen, warum die Bundesregierung bis heute nicht die Langstreckenraketen vom Typ Taurus liefert. Während sein eigener Körper ihn weiter jeden Tag an den Krieg erinnert, das sind Röntgenaufnahmen von Schrapnellen, die er weiter in sich trägt. Also ich habe in meiner Hand zum Beispiel noch ungefähr 10 Stück. In meiner Schulter habe ich noch welche, in meinem Oberschenkel und auch in meinem Gesicht. Und ich kann das auch zum Beispiel zeigen. Also der Magnet hier, der bleibt dann einfach an meiner Hand hängen. Und auch im Gesicht bleibt der dann einfach da hängen. Die Ukraine lässt Ruben nicht los, in mehrfacher Hinsicht. In den nächsten Monaten will er wieder in Richtung Front aufbrechen.